Eieiei. Ich höre schon wieder komische Gollums, Alter. Oder Henno macht ein neues Gollum-Video. Ja, ich glaube, das ist auch Hallo da hinten. Die Tür geht auch in beide Richtungen auf, oder? Ja, die geht in beide Richtungen. Ja, aber Aber jetzt habe ich die zugemacht. Jetzt ging irgendwie die nicht von verriegelt es außen halt auf. nicht, ne? Also im Notfall weißt du, wo du hinrennen musst. Nicht gegen die Tür, die wir abgeschlossen haben. Ja. Oh, Gollum hat eine Ledertasche gedroppt. Wollen wir sonst mal erkunden gehen? Da hätte ich jetzt, glaube ich, Bock Junge, drauf. Sadie, Ja? ohne Scheiß, guck mal, wenn du jetzt von dort, wo du stehst, hier rüber guckst, guck mal, dieses Ding, was wir zum Holzauffangen benutzt haben, könnte ein Werbeplakat sein. Da ist noch so ein Golf-Car und das ist einfach eine normale Blockhütte da. Ja, und der See ist Irgendwie voll eigentlich geil, ne? ein Golfkurs. Dann müssen wir nur hier den Damm wieder anmachen. Das Schloss würde funktionieren so. Also eigentlich ist das wirklich dumm. Wenn du die Tür von innen verriegelst, dürftest du auch von innen nicht nach außen kommen, aber andersrum. Das ist schon ein bisschen Wenn du dumm ihn einfach nur gebaut. davor schiebst. Da sind wir schon recht. Egal, wir sind Engineerings. Oh ja. Ja, das sieht gesund aus. Das ist eine gesunde Körperhaltung. Was mit Kevin? Ist er noch Wahrlich. hier? Nee, das ist weg. Okay. Wollen wir auf Hast der... du mal Sören das Feature gezeigt, wie die dünner werden? Hier, siehst du Sören, schon? Die brennen ja guck mal jetzt ganz gerade, genau ne? hin. Achte mal hier drauf, ja. Gleich kommt die Quizfrage. Was fällt dir auf, Sören? Plopp. Cool. Geiler BMI. Ja, der BMI wird immer besser. Auch der Man hat vor allem gerade Körper. die Augen gesehen, ne? Du hast richtig die Augen gesehen, voll Ja. eklig. Und der Körperfettanteil, der wird immer geringer. Das ist richtig gut. Lifehack. Wollen wir eine Höhle? Ja, lass mal erkunden gehen. Muss ich Wenn du aber kurz nochmal die Map eben. öffnest und dein Nicht Handy rein. Richtung Norden drehst und komplett rauszoomst. Ja. Wir haben quasi oben, also im Norden, links und rechts haben wir drei Ausrufezeichen. Rechts Ja. ist das naheste. Aber ich würde tatsächlich sagen, lass mal links zum Wasser gehen. Da finden wir was, was useful ist. Das ist eine Unterwasserhöhle wahrscheinlich. Nö, nicht mal. Aber das ist der Signal ist doch im Wasser. Ja, alles gut, ich weiß Bescheid. Okay. Ja gut, wir können halt auch in eine normale Höhle, die ausgezeichnet ist, aber das ist halt storyrelevant da hinten, ne? Und wir haben endlich mal gute Sachen. So, Okay. wollen wir zu Fuß oder wollen wir mit diesen hässlichen Rädern? Nee, nicht. Ich würde mir den Rädern Wir mitnehmen, verlieren die oder? sonst nur. Ja, Aber. stimmt auch wieder. Schön zu Fuß. So, noch ein Medi nehme ich noch mit. Ich habe zwei Medi, das reicht mir. Ah Essen ja, habe ich und genug. genau, hier heute habe ich ja noch ein paar. Da kann ich mal eben hier, da. Mutantenrüstung ziehe ich mir an. Zwei Tierhäute und ein Stoff. Was meintest du, der wird immer schneller, wenn er das baut, aber mit der Zeit oder wenn du viele hintereinander immer wieder machst? Auch generell, Wenn wenn du ich. ganz viele Materialien zusammenklatscht und immer auf das Zahnrad klickst, quasi. Da, du hörst es auch von der Musik. Die Musik wird immer so ein bisschen, ich sag mal, aggressiver und schneller. Okay, ja, let's fetz. Ab in die Ich Richtung. würde noch ein bisschen was zu essen mitnehmen, glaube ich. Weil ich habe. Nee, wir haben genug. Also Fleisch, wir haben auch ganz viel Trockenration. Ja, aber ich habe Wasser nichts können im wir. Inventar. Ich muss da eben was reinnehmen. Wieso hast du nichts im Inventar? Ja. Ich kann dir zwei Austern bieten, trockenen Rahm, Nudeln, bisschen. Digga, weil ich Nee, Holz ist da gefällt habe und Bett so. hast du. Ich bin einfach working. Und ein paar Lachsbeeren kann ich dir noch geben. Hopp, hopp. Okay. Ist das getrockneter Fisch? Ne, ist roher Fisch. Der Das ist ja Kerl doof. betreibt Weight Watchers für Arme. Ach, Sören. Mann, Mann, Irgendwie Mann. fand ich den. Ich fand ihn so ein bisschen wack, aber ich fand den so wack, dass ich ihn wieder witzig finde. Du bist krank. Ah, komm, ja, lass mich in Ruhe. Ich hab doch nur mal. Darf man nicht mal ein bisschen Flusswasser trinken? Survival-Kunst. Achso, ich sollte vielleicht auch nochmal eben Gefiltertes das Seil mitnehmen hier. Oder? Wasser oder besser gesagt abgekochtes Wasser, was dreckig ist, ist lebenswichtiger als dreckig ungefiltertes Wasser, was sauber aussieht. Ist natürlich eine Standard. Ah, ich trinke mal kurz noch ein bisschen was. Was?
Ja, wenn du Wasser hast, was dreckig aussieht, mit ein bisschen Dreck und Stöckchen rumschwimmt, oder ob du richtig klares Wasser hast, was würdest du trinken in einer Survival-Situation? Das klare Wasser natürlich. Ja, jetzt ist nur das andere Ding. Das eine hast du abgekocht und das saubere Wasser ist halt nicht abgekocht, das hast du vom Fluss geschöpft. Das solltest du dann lieber nicht trinken. Ja, Oh! dann ist die Situation ja wieder anders, ne? Aber jetzt haben wir Ja, erstmal aber hier geile Sachen. ich meine die Situation. Ja, dann. Hier ist ein Laptop. Das ist ja auch noch begraben, Schnee. Energieriegel. Gibt's hier Eine einen Topf? Birne. Papierziehscheibe. Wer Aber will stimmt, sowas? wenn wir immer dasselbe looten, dann haben wir natürlich auch am Ende auch 14 Kabel jeweils. Was ist das denn hier? Ah, ein Messgerät. Das ist jetzt umgekippt. Oh, ja, bei mir dasselbe. Ich wollte gerade wie ein Call of Duty springen und Fallschirm öffnen, ne? Ja, na klar, die Bakterien sind natürlich das Problem, aber wenn du ganz viel so Schmierstoffe und so ein Scheiß, also hier Schwebstoffe und sowas drin hast, das deutet ja darauf hin, dass das super dreckig ist. Das Beste ist halt abkochen und dann halt nochmal grob durchfiltern, so. Um die, um so, kann, welche Brocken, welche Stöckchen oder sowas da drin liegt, irgendwelche Larven oder so. Weißt du, dass es alles raus ist. Klar. Aber das lässt sich auch einfacher rausfiltern, als wenn du irgendwie Bakterien alle rausfrieren möchtest. Aber mein Dings war halt mit den Bakterien. Da hat Sön auch recht, das ist das. Klar, wenn du da Haare im Wasser schwimmen hast oder so eine Kacke, weißt du, machst, holst du die natürlich raus. So ist nicht. Ja. Oh. Warte mal. Ach, weil mir kalt ist, habe ich nicht meine volle Energieleiste. Hol dir einfach mal dein, hier. Deine Fackel raus, dann wird die auch wärmer. Habe ich nicht die Fackel schon draußen? Du hast die Fackel draußen. Danke für den Tipp. Ja, jetzt hat die und die mal was Wild 2024. Das ist ja auch jetzt gerade schon. Wir sind ja gerade in einer Das ist sowas Survival-Situation. hier, guck mal, versus Wald, Alter, diese verkackten Bäume hier. Ja. Fritz würde sagen Szenario. Virginia ist auch bei uns. Kelvin kommt anscheinend auch hinter uns her, wa? Mann, Mann, Mann. Alles gut, dass Virginia Oh. hinter uns herkommt. Oh. Oha, wo viel spawnen denn da? Fünf Leute. Wollen wir die lieber umgehen, links rum? Oder Nee, nee, ich begrüße die ganz nett mit einer sind Bombe. das Einwohner? Ne, das sind Ja. Kannibalen, oder? Kein Einwohner. Wohner? Okay, ja, die sind fein. Waffe weg und dann. Hallo? Ne, das sind Die doch keine wissen fast nicht. Kannibalen. Also, nee, das sind Einwohner. Die greifen nicht an, Eingeborene. glaube ich. Pass auf. Doch. Ah, guck mal, wie der hinter mir her ist. Ah! Pass mal auf. Digga, das sind wie viel? Sechs Stück? Aber die greifen uns anscheinend nicht so unbedingt an, ne? Ach, da ist eine Boje hinten, naja. Wir müssen sie ja mal auf ein Fleckchen locken. Du hast doch. Das sind noch mehr, Digga. Hier sind locker 10 Leute. Ja, laufen wir einfach. Wir Wie du mit kommen. deiner Haftbombe rückwärts läufst, Digga. Wie geil sieht das aus? Der einfach Moonwalker. Digga. Elegant wie eine Richtig, richtig Gazelle. geschmeidig, Alter. Da ist ein Ja, ich Feuer. glaube, die haben uns aufgegeben. Da steht, ne, da liegt ein, steht ein Feuer oder so. Warte kurz, hier rechts. Radio? Oh ja. Oh yeah. Kochtopf gesammelt. Oh mein Gott, geil. Hier ist so eine Hab ne Flasche. Gaspropanflasche. Eine Flasche? Warte, eine richtige Plastikflasche oder was? Wie, warte, An der wo hast du Wand. die denn? Oh, eine Konserve. So ein Kochtopf. Ich meine, das war eine Plastikflasche. Weil da so viele Also, lagen guck mal auch. im Inventar. Also, ich meine, nein, Wo das wäre mir sind auch die? ne. Ich habe selber keine Ahnung, deswegen, eigentlich gibt's sie nicht. Junge, sagst du Achso. so viel Wodka, du Alki. Sorry. Hier Möwen sind geil. Hier einmal schlagen. Übelst viele Federn. Und dann nochmal schlagen. Übelst viele Federn. Machen Die die liegt hier bei mir. unendlich? Ja, also zweimal, zweimal. Und hier liegen super viele Austern. Ich esse mal ein paar. Nice. Die Austern bringen halt einen Scheißdreck an Nahrung, aber. Aber die kannst du roh essen, ne? Oh nee, die bringen jetzt voll viel. What the hell? Die kann man roh Oh, essen. die haben mir auch richtig Energie gegeben. Ah, warte, du wirst krank, wenn du die isst. Egal, friss zwei Stück, das Ja, passt. nur ein bisschen. Wenn er eins kann, dann ist es laufen. Oh, ja, Digga. Oh, hier neben dir ist Granate Oh, und wenn du so. den nochmal zerrupst, dann kriegst du nochmal hier Federn.
Nee, guck mal her hier. Tauben. Shit. Tauben. Lol. Kann man hier kann man nicht trinken. Scheiße. Sadie, komm mal mit. Wir müssen kurz zum Fluss anfangen. Okay. Hab ich selber eine Jukebox oder was? Ah, ich hab auch eine. Die Feinherren möchten natürlich Austern. Und was ich richtig gerne möchte, sind tatsächlich Garnelen. So Schrimps-mäßig, weißt du? So, ich weiß nicht, wie weit wir hoch müssen, bis das Wasser süßlich ist. Oder halt nicht vom Meer abstammt, besser gesagt. Ja, also, wenn wir da oben hingehen, so. Ja, wir gehen zwar gleich wieder nach hinten. Ich will Wasser abschöpfen. Achso, ja, in deinen Kochtopf oder was? Ja, genau. Ah. So, holen jetzt Wasser. Hier oben wahrscheinlich. Ja, ab hier kann man. Gut. In deinen Kochtopf. Yeah. Da sind auch wieder ein paar Penner. Dann muss ich mal eben hier Kochtopf ausrüsten, ne? Ja. Oh, du kriegst mal die 8. Voll. Oh, jetzt trinke ich selber. Okay. So. Jetzt wird's richtig wild. Jetzt nehme ich den Kochtopf. Ja, die kommt gerade wieder. Es gibt hier eine Suppe namens Gwack. Und die ist einfach irgendwie viel zu boosted. Ich weiß nicht warum. Ich nehme erstmal sauberes Wasser mit. Das braucht ein bisschen. Du musst kurz. Mhm. Ach Mann. Digga, was juckt dich das nicht? Du wurdest abgestochen. Aua. Der dodgt einfach. Tantenrüstung, du Hund. Junge, Alter. Links, rechts. Gucken Keile. Kann ich bitte mal. Kann ich das Feuerzeug mal wegpacken? So. Gut. Oh, gut hier. Oh! Oh, Chimmer. Warte mal. Pack mal bitte. Das muss alles raus. Du musst ihn komplett abhacken. Alle Einzelteile mitnehmen. Also zwei Beine, zwei Arme und ein Kopf. Wirf mal deine Akte aus dem Inventar, bitte. Meine Arme und sowas? Ja, nein, deine Arme, genau. Also ich habe Arme verstanden, sorry. Arme, Beine und Kopf. Die vergammelten, wirf die bitte weg. Ich glaube, ich habe gar keine mehr. Ganz rechts sind sie. Ja, aber du hast echt gar keine. Nee. Nix. Hack einfach auf den einen, bis er seine Rüstung verliert. Da verliert er Ärmchen und Beinchen. Ich mach das mal bei dem hier. Provoziert dich Zeit, ich sollte mal einen Kamin probieren, ey. Ja, Mann. Die einen Bein habe ich schon mal. Die Möwe hat's geklaut. Was, ein Bein? Ja, die klauen die Scheiße. Das klappt ja nicht so ganz mit den Möwen. Zwei Möwen habe ich. Gott, Digga. Was macht Kevin denn jetzt hier? Der ist einfach so, ja, ich gucke auch mal vorbei, ne? Irgendwie ist das Spiel buggy. Oder kann ich aus einem bestimmten Winkel? Ha. Ich hatte das auch gerade. Okay, ich habe jetzt einen Topf mit sauberem Wasser, verdammte Scheiße. Nehme ich mal eben hier die Möwe weg. Da ist er wieder. So, mir fehlt noch ein Bein. So, Sadie. Ich glaube, ich habe alle Zutaten. Oh, wir haben Kinder hier. Oh, nicht die blöden Kinder. Jetzt auch noch so neblig, Digga. Ich sehe nichts mehr. Geh weg von meiner Leiche, Digga. Alter, wie die da ankommen. Ab in den Kindergarten. Junge, wie viele. Vor allem, wie witzig die durch den Schnee kullern, krabbeln. Oh, Bibi sind so süß. Ich würde dir am liebsten treten. Also Schnee finde ich mir jetzt richtig scheiße, weil die ganzen Texturen und alles, die liegen halt einfach im Schnee und ich sehe nicht mehr, was da drin ist. Das kotzt mich echt an ein bisschen. Mag ich nicht.
mich doof. Ich will wieder Frühling haben, ja. Ja, kommt bald. Ja, bitte. So. Das sind schon 4 oder 5 Tage, Alter. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Was? So, komm mit. Ja, weil ich das neben Wasser gebaut habe. Wir machen einfach hier. Hast du Topf voll Wasser? Ja. So, pass mal auf. Du platzt. Kommt einer? Ist es gleich hier? Kommt einer, pass auf. Okay. Du Sau. Oh, der war ja schnell tot. Platziere dein Wasser. Ich muss mal gerade gucken, wie das genau geht. Ja, perfekt. Jetzt hast du da so eine Art Kette, kann das sein? Ja. Jetzt, warte, nichts machen. Okay. Jo, da gibt's vieles. Jo, das so, kann jetzt stärken. Oh, das. Warte mal. Macht das temporär mich stärker oder macht das richtig dauerhaft stärker? Temporär. Diese Greg-Suppe ist krass. Da musst du diese Arme, Beine und Kopf reinwerfen. Ich weiß doch nicht, welche asoziale Pisser das trinken oder essen würde, aber mach das mal. Du musst jetzt mit HQ da R drücken, bis du die Sachen hast und da reinklatschen. Ich hab keine Arme und nix. Ich hab nichts von ihm nehmen können. Ach, warte. Die hab ich. Schimmer? Ja. Ich werf die da rein. Okay. Yeah, Greg. So, kriegst du eine Greg-Suppe. Ich kann ja auch. Ah, ich kann auch gedrückt halten. Das ist mit dem hier noch besser. Oh lol, Kevin hat hier richtig gebumst. Pass auf, dass du das Feuer nicht kaputt machst. Healing? Ja. Dumme Kinder. Können wir die auch mit in die Suppe schmeißen, einfach für Good Measure? Da kriegst du Kinderriegel raus. Ja, Mann. Hä? Die Jahreszeiten gehen in-game so zwischen 10 und 20 Tagen so. Mach jetzt den scheiß Bein weg hier, Mensch. Ach. Mein Gott, das dauert lange. Nach der Greg-Suppe können wir los. Boah, ich habe so viel Energie. Können wir dann beide drauf und trinken, oder? Nur du, aber das reicht erstmal. Ich wollte dir das einmal zeigen, weil ich hatte in dem Moment keine Ärmchen. Ja, ich krieg von ihm hier leider auch nichts raus. Ich habe irgendwie seinen Kopf mal irgendwo hingeworfen, aber der ist halt auch irgendwie sonst wo. Er ist halt voll verstopft vom Schnee. Macker! So. Er hat's aufgehört zu kochen, ey. Hier ein bisschen Basilikum. Bisschen lecker auch noch, ne? Eine Dollarnote. Einfach für einen Flex. Soll ein bisschen mehr Wasser rein, damit das noch ein bisschen Salz kriegt, oder? Ich glaube, du hast Arme, Beine und Kopf. Ich glaube, da ist Salz und Gedärme genug drin. Vor allem im Kopfinneres, Alter. Ich krieg ja halt auch von dem Dude hier nicht seine Beine. Das ist irgendwie ein bisschen. Ja, das. Vielleicht hat er auch noch die Rüstung drumherum. Ist aber auch egal. Beine und Arme kriegen wir noch genug. Alter, nasse Blätter reinwerfen, damit schön brennt. Bin ich gut. Oh, ist fertig. Einmal Ehren tippen. Kochtopf mit Greg gesammelt, ja. Ja, jetzt kannst du einmal draus trinken und gucken, was du dafür Buffs kriegst. Mmh. Okay, ist wegpacken. Okay. Am besten mit G einmal. Ja. Alter, die Finger, wie ekelhaft. Jetzt hast du da unten noch so Buffs. Du bist stärker und du hackst viel, viel schneller. Du kannst mal oben mal versuchen, einen Baum zu hacken. Okay. Oh Gott, das ist so hell. Oh, ich seh nix. Alter, mein HDR klatscht auch gerade. Ich glaube, es ist eine echte Sonne, die ich gucke. Mhm. Ich versuche mal, den Baum zu fällen. Guck, wie schnell das geht. Oder? Okay, natürlich muss deine Ausdauer auch. Ja. Ich weiß nicht, ob die das auch angepasst haben, aber das ist eigentlich eine richtig heftige Brokensuppe. Und dein Schaden ist vor allem noch erhöht. Okay. Ah, guck mal, hä? Ja, 3 Hits für den Baum, das ist auf jeden Fall 2 weniger oder so. 2,5. Ja, das ist die Menschensuppe. Ja, finde ich gut, ne? Lass mehr Menschensuppe machen. Aber lass mal jetzt sonst erstmal da zur Boje hin. Die Möwensuppe, Alter, vom Möwenpick. Oh, Digga, ey, ich will, dass der Wind aufhört. Ich will einfach nur, dass der Wind aufhört. Das müssen wir nur durchs Eiswasser schwimmen, ey. Boah, geil. Aber kann ich dir jetzt nicht auch noch das Ding hier traden? Und hier ist. Greg-Suppe? Weiß ich nicht. Dann guck mal hier ist doch noch so ein Feuerding. Kannst du es kaputt hauen? Ja. Ja, vielleicht eine Axt.
Nee. Ich weiß ja nicht. Ah, Menschen. Können auch vor allem ganz viele Austern. Menschenfoh. Ja. Hier, zack. Warte, wir speichern einmal ab. Ja, aber dann sind die ganzen Buffs ja schon wieder weg. Nee, nur abspeichern. Ach so. Ist Virginia in der Nähe? Nee, nee nicht nee. Ganz. Schade. Okay, let's schwimmen. Also ich habe sehr viele Federn gesammelt. Von den ganzen Möwen eben. Da gibt es ein paar Algen, ne? Die unten nicht mehr zu sehen sind. Algen? Ja, doch, ein bisschen schon, aber die Sichtweite ist echt beschissen. Was ist da auf dem Wasser? Auf dem Wasser. Da ist, das war Alge. Alge. Ja, irgendwas ist da an Essen oder ein toter Leichnam oder. Also, ne, Leichnam ist immer tot. Junge, was für Möwen, Alter. Schild da mal. Oh. GPS Peilsender gesammelt. Hau ab von mir. Hau ab von mir. Ekelhafter. Oh, die Geräusche. Yeah, boy. Ah ja. Sadie, dreh dich um. Es tut mir so leid. Yeah, Mann, eine Waffe. Woo! Und ich habe einen Peilsender auch eingesammelt. Ja. Weltraum. Oh, guck mal, Alter. Guck mal da, wo ich hingucke. Siehst du das? Oh. He dead. perfekt. Soll ich eine Granate reinwerfen? Dann machen wir richtig schon Russian Fishing. Oh, ich kann mit dir traden. Ich würde tatsächlich jetzt erstmal eine Pille nehmen und ein bisschen Rüstung ranwerfen. Ah, du hast ja, ich hab nicht. Weil diese Pisser sind ziemlich strong. Kongo Strongo sind die, Alter. Was, die Haie? Ja. Ach, also, kommen die jetzt beißen, alle? Das... Ich weiß ja nicht, ich will's nicht herausfordern. Oh, kommt der in die Oberfläche? Ja, er schwimmt langsam hoch. Nein. Können wir auch noch zerlegen. Zerlegen? So eine Hai-Kopf-Trophäe, Alter. Ja, Mann. Wo ist denn der? Na, einer war gerade hier. Oh, da ist hier hinter dir ist einer. Ja, das ist der, den du ihm weggemacht hast. Ja, ich weiß. Der schwebte langsam nach oben. So, Cedric. Und der andere, er hat eine Kugel gekriegt und ist dann abgehauen. Cedric, kannst du ihn haken? Nee. Nicht so wirklich. Ich habe so Schiss, dass da gleich ein anderer Hai kommt. Guck mal, da ist der andere Hai. Oh nein, ich will, da ist mir aufs Boot. Boah, ich krieg echt Paras. Alter, du brauchst so ewig, um da hochzukommen. Währenddessen ist mein Fuß schon ab. Also den Hai. Kann den nicht hacken. Ah, jetzt ist halt despawned. Aber vielleicht können wir den nach. Lass den einfach mal. Das ist aus dem Delfin. Lass den einfach mal an Land schwimmen, ja. Okay, let's go. Ich sehe zwar nichts mehr, aber. Naja. Weißt du, was richtig gruselig ist, wenn du jetzt kurz untertauchst und dich umguckst? Junge, ich habe mich mal so erschrocken, weil da direkt ein Hai hinter mir war, ne? Richtig fucking spooky. Spooky. Richtig spooky, Alter. Weißt du, was das Geile ist? Das wird ein Festmahl. Wirklich, das ist ein Proteineblend. Wir können. Au! What du Huso, Alter. Ich glaube, der hat aber dich gefressen, oder? Ja, also eine Rüstung weggemacht. Kleiner Mofo. Ich glaube, wir brauchen. Er ist gespawnt, okay. Ja, no. Nee, den kriegen wir also nicht. Die können wir nicht machen. Wir können. Au! Pissbacke! Oh, der ist hinter mir! Ja, man kann leider auch keine, keine Waffe rausholen. Was soll ich denn warten? Das bringt doch nichts. Doch. Hä? Ich fühle mich besser. Okay. Ist der noch hinter mir? Lass mal so eine richtig geile Haifischsuppe machen, die uns richtig schön vergiftet von der ganzen Scheiße, die in so einem Halter ist. Oh mein Gott, Möwenpick, Alter, ich hab wie so erschrocken. So, oh, hey, Calvin. Lass mal abspeichern jetzt.
Damit wir da nicht nochmal durchfliegen müssen. Ja. So, und die Gnade kommt jetzt erstmal auf Slot 5 bei mir. Bei mir ist so 4. Na, Kelvin, hast du Bock auszutesten? Ist abgespeichert? Patrick! Ja. Nee, noch nicht. Speichern mal ab. Na gut. Weil eigentlich wäre die beste Taktik jetzt, Vagina. Gott. Virginia die Handfeuerwaffe zu geben und dann quasi neu zu laden. Also abzuspeichern, neu zu laden, weil jedes Mal, wenn du das Spiel lädst, werden halt alle Items neu. Also jede Kiste, jedes Hauptitem. Deswegen kannst du ihr die Waffe geben, neu laden, also beziehungsweise Waffe geben, abspeichern, neu laden, Waffe holen, dann hat jeder eine. Kriegen wir nicht noch mehr Waffen? Also Pistole, ich kann dir mal spoilern, kriegst du nur hier. Das heißt, du entscheidest dich, ob du deine halt selber benutzt oder ihr gibst, ne? Hm. So ungefähr, ja. Ja, gut. Können wir nochmal zu den Rauchfeuer da hinten hingehen auf der anderen Seite? Wir können das natürlich ein bisschen exploiten, ne? Ja, aber Virginia muss erstmal herkommen. Die ist ja voll weit weg. Die hängt da irgendwie fest am See. Die ist immer noch zu Hause bei uns? Ja. Kommt die irgendwie da unter der Bude fest? Du hast abgespeichert, oder? Ich habe abgespeichert. Erstmal ein bisschen Vogel. Ich hab so viel Fleisch. Und weggeworfen. Zweimal Möwenpick. Wo war denn der andere Vogel? Hier kannst du richtig gut Federn sammeln. Hier! Oh ja. Hopp, hopp, hopp. Und nochmal. Wie viel habe ich denn mittlerweile? Bestimmt so 50? Ja, 90 Federn, Digga. Jo. Wie hab ich? 67, du hast aktiv Federn gesammelt. Ich habe auch nie Pfeile gemacht in letzter Zeit, ne? Ja, okay. Also, wie? So. Wo, wo? Zack. Sau. Das ganze Fleisch, was du übrigens droppst, weil du voll bist, kann ich aufsammeln. Also alles gut. Ja, ja. Zack, da liegt das. Jetzt von dir. Wo? Ja. Ach da, hab's. Ja gut, dann machen wir wieder zurück, wa? Warte, ich hab hier noch ein gekochtes Fleisch, das esse ich mal, bevor das vergammelt. Yeah. Noch getrocknetes Fleisch immer. Und ich trinke nochmal ein Schlückchen aus meinem Wasserchen. Mm. Alter, deine Greg-Suppe, vor allem die hielt auch, ne? Du kriegst Durst und Hunger wieder. Können wir Arme und sowas auch alles aufhängen, dass die ein bisschen mehr länger halten, getrocknet werden? Und dann können wir die immer noch benutzen für die Suppe? Armor? Ach, Arme. Ich verstehe die Arme. Armor. Ja, die Arme trocknen. Du kannst da, glaube ich, getrocknete, aber halt keine vergammelten reinwerfen. Wahrscheinlich halten die länger, ja. Ja, dann lass das vielleicht mal machen, ne? Aber dann ist halt auch schwierig, wie kriegen wir denn die ganzen Arme effizient abgehakt? Oh, guck mal, hier ist Virginia. Die ist ja gespawnt. Perfekt, dann gehen wir zurück, speichern ihr ab. Ja, machen wir mal. Aber erstmal rippel die Waffe. Hey, bleib mal hier. Das ist richtig geil los, by the way. Richtiger Geschützturm. Guck mal, bam. Ja, oder? Ja, ja. Oh, geil. Ja, gut, dann und jetzt laden, oder wie? Nee, erst abspeichern, weil dann hat sie die Waffe und dann holen wir das neu ab. Ah ja, stimmt. Guck mal, Kelvin, wie er da steht. Aber oh, mein Gott. Hätten wir nicht einfach so laden können und die Waffen nochmal holen können? Oder hätte doch auch gehen können, oder nicht? Nee, dann hast du ihr die Waffe ja effektiv nie gegeben. Also, das wird halt nicht mit... Du speicherst nur ab, wenn du halt legit manuell abspeicherst. Alles, was du machst. Ja, okay, ja. Aber es geht auch darum, dass dass die Pistole halt nach dem Laden respawnt. Das heißt, man hätte auch einfach hier hingehen können, wieder speichern, laden und dann hätte man sich noch eine Pistole holen können. Unabhängig davon. Du kannst nur eine tragen, das ist das Ding. Also, wenn du schon eine hast, dann spawnt da keine. Doch, da spawnt noch eine, aber die lässt du halt direkt fallen, weil du keine zweite mitnehmen kannst. Ja, okay, gut. Alright. Das ist halt ein bisschen blöd. Verstehe. Gut, müssen wir jetzt nochmal eben laden. Dann beende ich. Ja, warte. Ja, beenden Sie. Ich hab dich nur angestochen. Ja, war klar. Kommt der angeschissen und piekst mich nochmal in die Leber. Will mir meinen Arm klauen für eine Suppe. Kopf schießen. Mhm. Bam, bam, bam. Boah, Protein, Chips.
Alter, manchmal, ne? Weiterspielen. Auch Usoro, ne, sehe ich gerade nebenbei, 77 Zuschauer. Er spielt Super Mario Bros. Manchmal hat er so 1000, wenn er irgendwie Summons macht. Bei Jubiläen ist aber auch klar. Ja. Manchmal nur so 77. Ja, es ist halt klar, wenn du ein YouTuber bist, der Dokkan und Legends macht. Und dann spielst du Mario Kart. Ja, ist doch klar, dass da halt nur ein Bruchteil der Leute auch zugucken. Weil for real, das sind so andere Spiele. So komplett anders. Ich finde immer nur dies, wenn man das wieder vor Augen sieht, das finde ich immer so, so krass. Das siehst du auch bei ganz vielen großen YouTubern, das ist da auch so. So, wenn die halt ein, zwei Spiele haben, die halt so standardmäßig bei denen richtig gut sind, dann, sobald die was anderes spielen, ist das halt auch wenig. Hm. Na, die, die immer einschalten, wären natürlich immer mehr und irgendwann reicht das auch, wenn immer die, die da immer da sind, auch zugucken, so, dann reicht das schon aus, um seinen Job weiter zu machen, aber ey, irgendwann, die Zahlen werden trotzdem unterschiedlich sein.